Die Frage aller Fragen: Wie bekomme ich ihn dazu, mich zu heiraten? Darius, wie schaffen wir das? Ich bin da schon so lange mit meinem Partner zusammen und eigentlich liebt er mich und ich liebe ihn auch, aber irgendwie passt das nicht so ganz. Hole ich doch mal direkt mein Flipchart zurück. Die Ehe ist für viele Männer die zweitgrößte Herausforderung der Welt. Und wenn sie sich dafür entschließen sollen, zu heiraten, müssen dafür bestimmte Rahmenbedingungen existieren. Was genau das alles für Rahmenbedingungen sind für den individuellen Mann in seiner jeweiligen Lebensphase, habe ich dir in einem anderen Video zusammengefasst. Dieses Video findest du, wenn du unterhalb dieses Videos auf den Link in der Videobeschreibung klickst. Da findest du so einen reißerischen Titel, der heißt Enthüllungsvideo. Und dort enthülle ich dir die unterschiedlichen Lebensphasen von Männern. Die muss man beachten bei den Dingen, die wir jetzt gleich besprechen müssen. Denn der erste Schritt ist sicherzustellen, dass ihr beide in der richtigen Lebensphase seid. In der richtigen Lebensphase zu sein, bedeutet für einen Mann etwas gänzlich anderes als für eine Frau. Ein Mann heiratet dann, wenn der richtige Ein Mann heiratet die richtige Frau, wenn er der richtige Mann ist. Eine Frau heiratet zur richtigen Zeit, auch mitunter leider, wenn es nicht der richtige Mann ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber das ist die grundlegende Richtung, in die wir in diesem speziellen Kontext gerade denken wollen. Denn wenn du bereit bist zu heiraten und dein Partner noch nicht, das ist ja die Prämisse des Videos, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er noch nicht in der richtigen Lebensphase ist. Dann gilt es, erstmal das Video zu checken, was ich dir hier unten verlinkt habe, denn das erklärt die unterschiedlichen Lebensphasen. Aber auch herauszufinden, was er gerade braucht, um in die nächste Lebensphase überwechseln zu können. Der zweite Schritt ist Kommunikation über Ehe. Kommunikation über Ehe. Positive Kommunikation über Ehe. Positive Kommunikation über Ehe. Es ist wichtig, dass du ihm erklärst, auf eine respektvolle, liebevolle Art und Weise, wie du dich fühlst, wie es dir geht und wo du gerade stehst und wie du dir eine Ehe vorstellst in der Zukunft. Denn Männer haben eine bestimmte Idee davon, wie Ehe sein wird. Und sie haben eine bestimmte Idee davon, wie sie als Ehemänner sind und was sie für Männer sein müssen oder werden, bevor sie heiraten können und nachdem sie geheiratet haben. Dieses Bild muss nicht der Realität entsprechen. Aber dieses Bild sorgt oftmals dafür, dass sie noch keinen Bock haben zu heiraten, weil sie sagen, ach, ich bin doch nicht dieser Mann oder ich bin noch nicht in dieser Lebensphase oder wie auch immer. Das heißt, ganz, ganz wichtig herausfinden, wo sind wir gerade und dann eine positive Kommunikation über Ehe erschaffen. Und als drittes ist wichtig, dass er versteht, dass es dir um ihn geht. Also er ist wichtiger als die Ehe. Er ist wichtiger als die Ehe. Hier, kennt ihr aus dem Matheunterricht noch? Größer, kleiner Zeichen. So, also
bei ganz vielen Beziehungen, die gerade in einer Dynamik sind, wo einer von beiden heiraten will, wo die Frau heiraten will und der Mann noch nicht, entsteht in den Männern, und das haben mir hunderte Männer bestätigt, irgendwann das Gefühl, dass es der Frau gar nicht um den Mann geht, sondern darum, verheiratet zu sein. Darum, endlich einen Ehering zu haben und zu sagen, ich bin jetzt verheiratet, ich hatte diese Ehe, ich bin jetzt da angekommen im Leben. Es ist natürlich schön, sich darüber zu freuen, und es spricht gar nichts dagegen, Ziele zu haben, die man erreichen möchte. Wenn du sagst, ich möchte gerne heiraten, ich möchte diese Art von Beziehung führen, ich möchte diese Art von Lebensmodell haben, großartig. Blöd ist bloß, wenn dein Partner das Gefühl hat, dass dir heiraten wichtiger ist als er. Dass es dir wichtiger ist zu heiraten, als mit wem du heiratest. Denn dann hat er natürlich nicht so viel Bock darauf. Es geht doch gar nicht anders. Er muss doch das Gefühl haben, dass du ihn heiraten willst, weil er der Beste ist. Dass du mit ihm zusammen sein willst. Selbst wenn ihr nicht heiraten würdet. Denn was sagt denn die Ehe? Die Ehe sagt, ich will mit dir zusammen sein. Bis ans Ende unserer Tage. Das kannst du ja auch so machen. Dafür musst du ja nicht zwangsläufig heiraten. Es gibt natürlich noch so ein paar rechtliche Themen, steuerliche Themen, Besitzthemen und so weiter. Die sind ganz wichtig. Da haben Menschen, Frauen und Männer natürlich auch, aber haben Frauen einen Vorteil, wenn sie dann heiraten, ist klar. Darüber mit dem Partner reden, kommunizieren, aber sicherstellen, dass er nicht das Gefühl hat, dass dir die Ehe wichtiger ist als er. Dann wichtig, 4, sei dankbar. Zeig ihm, dass du dankbar für ihn bist in deinem Leben, anstatt ihm die ganze Zeit zu sagen, es wäre aber jetzt gut, wenn wir heiraten würden und heiraten und heiraten und jetzt sei doch mal endlich und mach doch mal und tu doch mal. Nee, sei doch einfach, weißt du Schatz, du bist einfach ein geiler Typ. Ich will mit dir zusammen sein und ich liebe dich und genauso wie du bist, bist du gut und in Ordnung und egal wie es läuft, mit dir will ich das zusammen machen. Und lass uns lieber ein bisschen zusammen kuscheln, einen Ausflug machen oder sonst irgendwas. Also nimm den Druck raus und schieb ihn nicht die ganze Zeit hier in eine Richtung, sondern stell dich woanders hin und zieh ihn zu dir, indem du dankbar bist. Okay, ja, du bist aber ein guter. Komm vorbei, komm. Und hol ihn dadurch quasi ab. Dann natürlich herausfinden, wie könnt ihr als Paar besonders glücklich sein? Also als Paar braucht ihr gewisse Routinen plus Systeme. Routinen und Systeme, die euch als Paar, als Liebespaar glücklich halten. Denn in vielen Partnerschaften ist es ja so, dass, nehmen wir ein neues Blatt, ach nee, dafür nehmen wir nicht ein neues Blatt, wir haben Energiekrise. In vielen Partnerschaften ist es ja so, dass am Anfang es geht sehr, sehr leidenschaftlich los und dann wird es immer geringer und irgendwann ist die Leidenschaft ganz weg. So, wenn wir das jetzt mal so als Graphen nehmen würden. Und damit die Leidenschaft aber gut bleibt und vielleicht sogar noch gesteigert wird, nicht nur Leidenschaft, sondern auch Liebe, Romantik und so weiter, Freundschaft, ist es wichtig, dass wir Routinen, also wiederkehrende, routinemäßige Dinge haben, die dafür sorgen, dass das hier gefördert wird. Wir könnten zum Beispiel regelmäßige Date-Nights mit unserem Partner, unserer Partnerin haben. Wir haben bei uns einen separaten Raum dafür, Freier und ich, einen separaten Ort hier auf dem Anwesen, wo wir zu zweit zumindest nur hingehen, wenn wir ein Date haben wollen. Wir benutzen den Raum ansonsten nicht. Was voll schön ist, weil wir uns dann da hingehen, gehen wir vorher vielleicht nochmal duschen, machen schönes Licht an, Räucherkerzen, nehmen uns ein paar Snacks mit und dann liegen wir da, hören Musik, reden miteinander, quatschen. Vielleicht wird einer von uns beiden massiert, vielleicht wir beide, vielleicht gibt es ein bisschen Sexy-Time, vielleicht auch nicht. Aber das ist ein
explizit geschützter Ort, in den wir hineingehen, an den wir gehen, um miteinander als Paar das zu tun, was wir als Paar gerade brauchen, um in einer guten, liebevollen Verbindung miteinander zu sein. Und genauso gibt es natürlich bestimmte Systeme, wo wir einfach immer wieder sagen können, hey, ich weiß zum Beispiel, meine Verlobte, ihre Sprache der Liebe sind Worte der Anerkennung. Also alles, was ich ihr sage, kommt bei ihr viel besser an. Also wenn ich will, dass sie sich geliebt fühlt von mir, dann muss ich ihr das sagen. Auf der anderen Seite, wenn sie will, dass ich mich geliebt von ihr fühle, dann muss sie mich berühren. Sie muss mich physisch in Arm nehmen, streicheln, kuscheln, irgendwelche Dinge tun, damit das bei mir gut ankommt. Sie kann mir das zwar auch sagen, aber das hilft nicht viel. Und deswegen brauchen wir Systeme, um eine glückliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Die richtige Sprache der Liebe, die richtige Art der Liebe und noch viele, viele andere Sachen. Würde ein bisschen zu weit führen hier. Und dann brauchen wir vor allem auch noch Zeit und Raum. Also Zeit plus Raum. Denn es kann natürlich sein, dass dein Göttergatte noch gar nicht in der richtigen Lebensphase ist. Dass er erstmal seine letzte Beziehung verdauen muss, seine letzte Ehe erstmal geschieden werden muss, dass er sein Unternehmen erstmal retten muss, dass die Kinder erstmal was machen müssen oder das whatever. Also es gibt viele, viele Dinge, die dafür sorgen, dass ein Mann vielleicht gerade nicht unbedingt sich in der Position fühlt, ganz wichtig, dass er sich nicht in der Position fühlt, die Rolle und die Aufgaben eines Ehemannes wirklich ausfüllen zu können. Manchmal auch zu wollen, aber ganz, ganz oft liegt es auch daran, dass er nicht das Gefühl hat, er kann diese Rolle ausfüllen. Selbst wenn er will, er kann nicht. Wie so ein kleiner Scheißer, der weiß, okay, ich bin halt nicht so groß. Ich komme da oben nicht dran. Das geht nicht, egal wie viel Lust ich darauf habe. Es funktioniert nicht. Und deswegen ist diese positive Kommunikation über Ehe ganz, ganz, ganz wichtig. Also was erwartest du dir davon zu heiraten? Was erwartest du dann an ihm vielleicht anders? Und wenn du jetzt sagst, naja, eigentlich soll er so bleiben, wie er ist und eigentlich soll alles so weitergehen wie bisher. Na, warum denn dann so dringend heiraten? Wenn alles so, weißt du, also weiß ich nicht so genau. Das heißt, dieser Zeit und Raum, den er vielleicht braucht, um von der aktuellen Lebensphase in die nächste zu wachsen, das ist Zeit und Raum, den solltest du ihm geben. Und du solltest nicht kalt und abweisend sein, wenn er nach einer Distanzphase wieder auf dich zurückkommt. Und du solltest vor allem auch nicht sofort Angst haben, dass nur weil er sich ein bisschen von dir distanziert, sofort die Ehe gefährdet ist. Denn oftmals distanziert er sich nicht von dir, sondern konzentriert sich nur auf ein Lebensprojekt. Das heißt, er geht nicht weg, sondern er guckt woanders hin. Das ist ein Unterschied. Ob er von dir wegrennt, also ganz schnell einfach weg ist, aus dem Bild raus, oder ob er eigentlich die ganze Zeit im Bild ist, aber vielleicht gerade nur woanders hinguckt und nicht mit seinem vollen Fokus auf dir und der Beziehung ist. Wenn es dir dann also gelingt, herauszufinden, in welcher Lebensphase ihr seid, checkt das Video in der Videobeschreibung, eine positivere Kommunikation über Ehe zu haben, sicherzustellen, dass er versteht, auch emotional versteht und spürt, dass er wichtiger ist als die Ehe. Wenn du zeigst, dass du dankbar bist, wenn er erlebt, dass ihr Routinen und Systeme habt, die euch eine dauerhaft glückliche Beziehung ermöglichen, wenn du ihm dann noch Zeit und Raum gibst, zu dem Mann zu wachsen, der er sein müsste, um ganz natürlich diese Rolle des Ehemanns ausfüllen zu können, dann, meine Liebe, brauchst du nur noch ein kleines bisschen Geduld. Ich schreibe es auch extra ganz klein. Dann brauchst du nur ein kleines bisschen Geduld, ein kleines bisschen Dankbarkeit und die Chancen, dass der Mann immer mehr realisiert und spürt und versteht, dass du genau die richtige Frau bist, dass du eine fantastische Partnerin für ihn bist, ist eigentlich klar.
Also früher oder später wird er das verstehen und dann ist er wahrscheinlich auch bereit zu heiraten. Vielleicht kriselt es in deiner Beziehung gerade schon, deswegen hast du dir dieses Video angeguckt. Vielleicht wünschst du dir eigentlich ein bisschen mehr von deiner Beziehung. Falls dem so sein sollte, lass uns beide, also dich und mich, gerne mal über deine individuelle Beziehung sprechen. Lass uns gerne mal quatschen und schauen, inwieweit ich dir mit meiner 15-jährigen Erfahrung dabei helfen kann, deine Liebesbeziehungen endlich auf die nächste Stufe zu heben. Ich würde mich freuen, wenn ich dir, genauso wie tausenden Frauen vor dir, dabei helfen könnte, genau das zu erschaffen, eine neue intuitive Liebe für dich zu leben und dauerhaft glücklich zu sein. Ich würde mich freuen, mit dir arbeiten zu dürfen. Ich würde mich freuen, dich in einem der nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin alles Gute und bis bald.